Fröhliche Weihnachten wünsche ich euch. Gestern war ja Heiligabend und ich hoffe, das Christkind oder der Weihnachtsmann ist auch bei euch vorbeigekommen, während ihr schön mit eurer Familie und euren Freunden zusammensaßt und den Heiligen Abend genossen habt. Jetzt, wo offiziell Weihnachten ist, ist ja auch der meiste Druck, den wir alle mehr oder weniger in der Vorweihnachtszeit hatten, vorüber, denn jetzt ist alles geschenkt, es gibt keinen Einpackstress mehr, keine Hetze wegen Ladenschluss oder sonst irgendwas. Irgendwie kommen wir doch jedes Jahr wieder in die gleichen Bedrängnisse. Und immer wieder nehmen wir uns nach Weihnachten vor, dieses Jahr alles anders zu machen. Frühzeitig loszugehen und alles nicht kurz vor Weihnachten zu erledigen. Aber irgendwie kommt dann doch immer wieder etwas dazwischen. Und am Ende ist der Druck in den letzten Tagen doch wieder so groß wie vergangenes Jahr. Ich möchte euch nun eine Geschichte vorlesen, die zu diesem Thema sehr gut passt. Sie ist von Axel Hacke und heißt »Wenn es weihnachtet«. Viel Spaß mit der Geschichte. Wenn es weihnachtet. Jedes deiner Jahre beginnt mit umfassender Entspannung. Alles ist geschenkt, niemand hat mehr was zu bekommen, bis Weihnachten ein Jahr. Und in diesem Jahr wirst du Weihnachtsgeschenke nicht kurz vorm Fest kaufen wie bisher, sondern übers Jahr verteilt erwerben. Hier was mitnehmen, da was auswählen, dort was bestellen, sehr locker sein. Dann vergehen Wochen, Monate. Weihnachten hast du im Griff, denkst du, Weihnachten ist weit. Nach den Sommerferien ruft Mutter an, was du dir zu Weihnachten wünscht. Sie wolle allmählich, plane gern, fahre noch zur Kur. Da steigt ein Gefühl in dir hoch. Weihnachten. Schon will man wissen, was du dir wünschst. Dass Weihnachten nicht komme, wünschst du dir. Oder nicht so bald. Noch 3 Monate. Anfang Oktober, die Kataloge. Philip Morris Design Shop, Manufaktum Heine, formschöne Saftpressen, unbesiegbare Radiowecker, Füllfederhalter, dick wie Maiskolben. Da wird man in der Not was kriegen, das ist dein Netz, das entspannt dich wieder. Dann aber der Dezember. Komischerweise hast du da immer besonders viel Arbeit. Eines Abends fragst du deine Frau, was sie sich wünsche. Vielleicht sagt sie ja was. Im September hat sie mal gesagt, was sie sich wünsche, so en passant. Das hast du vergessen. Sieh jetzt schnippisch, ob dir nichts einfalle. Natürlich, sagst du, wolltest nur wissen, ob zusätzlich zu dem, was du bereits habest, noch ein klitzekleiner Wunsch da sei. Nein, nichts. Sie freue sich auf die Überraschung. Echt's. Ein Fehler. Der Druck wird groß. Du spürst ihn. Oh, wie du den Druck spürst. Du kaufst jetzt kleinere Dinge. Onkels, Tanten, dann die schwierigeren, Schwiegereltern. Den Sohn, dafür sorgt deine Frau. Und deine Frau selbst? Noch 3 Tage. Du hast nichts. Du musst den Christbaum und den Wein. Noch 2 Tage. Mal in die Schmuckgeschäfte. Letztes Jahr hast du einen Ring geschenkt. Vorletztes eine Kette. Diesmal armreif? Armreife sind schwierig. Die Schmuckidioten machen alles Mögliche, nur keine guten Armreife. Alles mächtig, fett, protzig. Nichts Feines, Zartes, das ihre Persönlichkeit, ihr Fühlen träfe. Noch 1 Tag. Vor 6 Monaten hast du einen tollen Reif gesehen. Hast aber nicht an Weihnachten gedacht. Idiot! Jetzt gibt es nichts. Warum musstest du dich auf Armreife festlegen? Zu eng gedacht. Bist nicht flexibel genug. Steckst nun in der Sackgasse. In der Maximilianstraße hast du mal was Schönes für sie gekauft. Arschteuer. Schweißausbruch teuer. Egal jetzt. Noch 2 Stunden. Du kannst nicht ohne was kommen. Kannst dir keinen Gutschein geben. Kannst nicht sagen, das Geschenk sei gestohlen worden. Kannst nicht sagen, auf der ganzen Welt gäbe es keinen Gegenstand schön genug für sie. Ob der Laden noch offen hat? Du schwitzt. Kann sein, dass heute Abend alles zu Ende ist, dass deine Hände leer sein werden, dass es dein letztes Weihnachten ist, dass sie weint, dass dein Sohn sie trösten muss. Du stürzt ins Geschäft, der Laden zur letzten Hoffnung. Geben Sie mir einen Armreifen, Mann! Sie haben nur noch diesen einen? Herr! Hier geht's um die Existenz! Du wirst sagen, dass er zu ihr passt. Du weißt genau, dass er nicht zu ihr passt. Du weißt, dass sie das auch sagen wird. Du wirst sagen, dass du es anders siehst. Du wirst quatschen. Dass der klobige Reif ihre Zartheit betont. Die Eleganz ihres Handgelenks hervorhebt. Dass aus diesem Widerspruch Spannung erwächst. Dass du das schön findest. Kann man umtauschen? Kann man. Wird man. Ich komme wieder. Erstmal schenken. Das ist jetzt das Wichtigste. Nächstes Jahr wirst du die Geschenke übers Jahr verteilt erwerben. Hier was mitnehmen, da was auswählen, dort was bestellen, sehr locker sein.
So, und nach dieser tollen Geschichte wünsche ich euch noch eine schöne Restweihnachtszeit. Genießt die letzten Tage des Jahres 2012, nachdem der Weltuntergang jetzt ja doch nicht gekommen ist. Und ich würde sagen, wir sehen uns am 31.12. zu einem kleinen Jahresrückblick wieder. Bis dann, ciao!